von Lea und von Arno. Ja, ganz gut. Moin. Vor, ich glaube, so 15 netzpolitischen Abenden waren wir schon mal hier und haben darüber geredet, dass wir da so ein Gesetz geschrieben haben und dass man das kommentieren kann und dass wir bald ein Volksbegehren damit machen wollen. Und hier sind wir und stellen euch jetzt das Volksbegehren vor, ein Transparenzgesetz für Berlin. Genau, öffentliches Handeln öffentlich machen, darum geht es letztendlich. Ich habe ein schönes Zitat mitgebracht von Till Steffen, dem, ich glaube, mittlerweile ehemaligen Justiz. Ja, nö, der ist noch. Ist immer noch. Justizsenator der Hansestadt Hamburg. Genau, Hamburg hat ja schon so ein schönes Transparenzgesetz, wie ihr vielleicht wisst. Demokratie lebt vom Mitmachen und wer mitmachen will, muss informiert sein. Für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, für eine informierte und kritische Teilhabe an Verwaltungsentscheidungen. Genau, das ist ein bisschen die Grundhaltung, mit der wir da rangegangen sind, weil wenn man keine Informationen hat, wenn man nicht weiß, was so passiert, kann man eben auch nicht wirklich mitentscheiden und mitmachen. Wer von euch kennt denn das Informationsfreiheitsgesetz? Schön. Ich erkläre es trotzdem noch mal ganz kurz. Das GIF funktioniert leider nicht, das ist ein bisschen schade. Aber das Informationsfreiheitsgesetz funktioniert im Prinzip so, ich kann als Bürgerin Anfragen stellen an Behörden, an Verwaltungen und um eben bestimmte Informationen bitten, die sie mir dann theoretisch geben müssen. Es gibt da sehr viele Ausnahmen, reden wir später nochmal drüber. Genau, das Ganze funktioniert eben nach dem Pull-Prinzip, das heißt, ich muss selber die Anfrage stellen. Im Transparenzgesetz dreht das Ganze jetzt um, dass die Behörde selbst dafür verantwortlich ist, Informationen aktiv zu veröffentlichen, und zwar irgendwie zentral gesammelt, dass ich keine Hohlschuld als Bürgerin mehr habe, sondern dass die Verwaltung das alles selbstständig zur Verfügung stellt. Berlin hat schon ein Informationsfreiheitsgesetz, es hat aber ein paar Probleme, deswegen wollen wir das eben ändern. Wie gesagt, die aktive Veröffentlichung ist die Ausnahme, es gibt so ein paar Datensätze, die eben schon veröffentlicht werden, aber das meiste muss ich eben selber anfragen. Dann gibt es kein zentrales Transparenzportal, das liegt irgendwie bei allen verschiedenen Behörden, die haben so ihre eigenen Informationen und ich muss irgendwie vorher wissen, wo liegt denn eigentlich diese Information, die ich haben will, muss ich irgendwie da anfragen, wenn ich was anderes haben will, muss ich woanders hingehen. Und es führt auch dazu, dass Verborgenes eben verborgen bleibt, weil ich weiß ja gar nicht, welche Dokumente es vielleicht noch gibt, die ich anfragen könnte. Dann gibt es eben weitreichende Ausnahmen, dazu gehören Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Das führt oft dazu, dass die ganzen Verträge überhaupt nicht veröffentlicht werden, wenn irgendwie ein kleines Geschäftsgeheimnis irgendwo drin steht. Der behördliche Entscheidungsfindungsprozess ist komplett geschützt, das heißt, alles, was Grundlage ist für ein neues Gesetz, kann nicht veröffentlicht werden. Und es gibt total viele Stellen, die einfach komplett von der Informationspflicht ausgenommen sind. Dazu gehören private Unternehmen, die dem Land Berlin gehören, der Senat und auch der Verfassungsschutz zum Beispiel. Dann hat das Berliner Informationsfreiheitsgesetz keine Bearbeitungsfrist. Also es kann irgendwie auch Jahre dauern, bis ich eine Antwort bekomme, falls ich überhaupt eine bekomme. Es gibt zum Teil sehr hohe Gebühren, bis zu 500 Euro, was natürlich diskriminiert, weil nicht jeder kann sich diese Gebühren leisten. Zum Teil werden Dinge nicht mir zugeschickt, sondern ich muss irgendwie in die Behörde ich muss in die Behörde hingehen und mir das da vor Ort anschauen, darf dann wahrscheinlich auch gar keine Fotos machen davon, sondern muss mir irgendwie alles merken. Und generell gibt es eine sehr große Skepsis in der Verwaltung, was Informationsfreiheit angeht. Das ist immer noch so ein Selbstverständnis von diesem Amtsgeheimnis. Irgendwie, das sind unsere Informationen und niemand anders darf die haben. Genau, wie sich das in der Praxis auswirkt, haben ein paar Beispiele mitgebracht. Zum einen bei der Schulbauinitiative, also Berlin hat ja irgendwie einen Haufen Schulen, die nicht in allzu gutem Zustand sind, die irgendwie mal renoviert werden müssten. Und das Land Berlin vergibt diese Aufgabe an die HOVOG, das ist eine landeseigene Baufirma, eine GmbH. Und weil es eben eine GmbH ist, ist sie nicht auskunftspflichtig, obwohl sie dem Land Berlin gehört. Das heißt, wir können überhaupt nichts darüber erfahren, welche Schulen irgendwie jetzt nächstes renoviert werden, wie viel das kostet und so weiter. Dann gibt es ein paar Juristen an der Humboldt-Universität, die ein Gutachten für VW geschrieben haben zum Thema des Dieselskandals. Und dieses Gutachten, das dürfen wir leider auch nicht lesen, mit der Ausrede, dass personenbezogene Daten geschützt werden. Also eine Ausrede, natürlich müssen personenbezogene Daten geschützt werden, aber dass wir deswegen das ganze Gutachten nicht lesen dürfen, ist ein bisschen übertrieben. Und zum Schluss, das Tempelhofer Feld ist eben auch eine GmbH. Das heißt, alles, was auf dem Tempelhofer Feld passiert, irgendwie,
ob da neue Gebäude draufkommen oder nicht. Was mit dem alten Flughafengebäude passiert, das wissen wir auch nicht, weil es eben nicht auskunftspflichtig ist. Und das. Alles ziemlicher Mist ist, das ist eigentlich großer Konsens, auch innerhalb der Koalition. Die Regierungskoalition hat sich vor inzwischen 3 Jahren darauf verständigt, dass das Informationsfreiheitsgesetz, also inzwischen über 20 Jahre alt ist, so nicht mehr haltbar ist, sondern verändert werden soll, und zwar in Richtung, und das ist das Zitat, in Richtung eines Transparenzgesetzes. Und da kommen wir direkt zu einem Problem, denn was in Richtung bedeutet, das kann unterschiedlich interpretiert werden, von der SPD bis zu den Grünen und Linken. Und was das im Effekt bedeutet, ist, dass es bis heute keine Einigung darüber gibt, wie man da eigentlich loslegen will. Es gibt in der Innenverwaltung, in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, eine Arbeitsgruppe, die sich gegründet hat, nachdem wir angefangen haben mit dem Volksbegehren. Und die sollen also jetzt einen Fahrplan festlegen, was man damit macht. Wir haben die Protokolle von dieser Arbeitsgruppe angefragt und haben die nicht bekommen, weil geheim ist, was da gemacht wird. Das heißt, was in Richtung Transparenzgesetz gemacht wird, bleibt geheim. Wir sehen also ganz klar, es gibt eigentlich gar keinen politischen Willen, da wirklich was zu verändern. Und deswegen müssen wir eben in der außerparlamentarischen Opposition was tun. Und das wollen wir mit einem Transparenzgesetz machen. Wir haben über die letztlich 2-3 Jahre einen Gesetzentwurf geschrieben, über 50 Seiten, online einsehbar, gesetz.volksentscheid-transparenz.de, das all diese Missstände beheben soll und letztlich so den Idealzustand von einem transparenten Staat herstellen sollen, wie wir uns den vorstellen. Und ganz zentral dabei ist, dass es ein zentrales Transparenzportal geben soll, also transparenz.berlin.de oder transparenz.berlin soll das Portal sein, wo die wichtigsten Dokumente und Daten des Landes Berlin veröffentlicht werden. Und alles, was darüber hinaus nicht veröffentlicht wird, soll durch einen starken Auskunftsanspruch zumindest verfügbar gemacht werden auf Anfrage. Und zwar sollen diese Anträge, die man dann stellt, gebührenfrei beschieden werden. Riesiges Problem bis jetzt. Tatsächlich in der Gebührenordnung fürs jetzige Berliner Informationsfreiheitsgesetz stehen so ein paar kuriose Sachen drin. Da steht zum Beispiel drin, wenn man eine Auskunft bekommt und die per E-Mail bekommt, dann kostet das pro E-Mail 1 Euro Gebühr. Also man merkt, dass diese Gebührenordnung von 1998 oder 99 ist, die wollen wir abschaffen. Auskünfte sollen grundsätzlich gebührenfrei sein, was schon durch öffentliche Gelder finanziert ist, darf nicht nochmal extra in Rechnung gestellt werden. Das, was man dann anfragt, soll in einer relativ kurzen Frist von 15 Arbeitstagen beschieden werden und natürlich auch nach den Prinzipien von Open Data. Aber das Herz des Ganzen ist natürlich die Veröffentlichungspflicht. Wir haben einen Katalog definiert von 31 verschiedenen Arten von Informationen, die aktiv veröffentlicht werden sollen vom Land Berlin. Und dazu zählen zum Beispiel Verträge des Landes, also ganz zentral natürlich die Frage, wohin geht denn eigentlich Steuergeld? Was passiert denn da beim Flughafen oder bei der Staatsoper oder beim Tempelhofer Feld? Die sollen veröffentlicht werden, bevor sie in Kraft treten. Das heißt, einen Monat bevor ein Vertrag in Kraft tritt, sollte er online zu finden sein. Dann ganz zentral Gutachten und Studien aller Art von Senatsverwaltung, aber auch von Bezirken sollen veröffentlicht werden. Vergabedaten, Protokolle, Senatsbeschlüsse gehören dazu. Und glaube ich auch ganz interessant ist, dass wir so eine Art Mini-Lobby-Register mit in dieses Gesetz geschrieben haben. Das bedeutet, dass Senatorinnen und Staatssekretäre, also die ersten beiden Ebenen, sämtliche Treffen, die sie mit Interessenvertretern haben, online veröffentlichen sollen. Gerade in diesem Kontext hier, wir haben das hier nicht stehen, aber gerade für die Nerds, was wir auch mit drin haben, ist Quelltext von Behördensoftware. Also alle Software, die von Behörden genutzt werden, sollen mit dem Quelltext veröffentlicht werden. Natürlich dann unter gewissen Abwägungspunkten, was jetzt innere Sicherheit und sowas angeht. Aber ich glaube, da haben wir einen ziemlich umfassenden Katalog definiert von Informationen, die man dann nicht mehr extra anfragen muss. Und das erstreckt sich dann nicht nur auf die klassische Verwaltung, wie man sie kennt, sondern tatsächlich auf alles, wo der Staat mit drin hängt. Auch die landeseigenen GmbHs würden dann drunter fallen, wenn man sich die Liste mal anschaut. Ich glaube, haben wir die auf der nächsten Seite? Nee, haben wir nicht.
so eine schöne Liste, 200 GmbHs hat das Land Berlin gemacht, also im Zuge von irgendwelchen Innovationsstrategien oder so, wird ja gerne mal ausgegründet und dann in GmbHs versteckt, was man da eigentlich so macht. Die würden alle drunter fallen, nicht nur unter die Auskunftspflicht, sondern tatsächlich unter die Veröffentlichungspflicht, was dann zum Beispiel auch im Wohnungsbereich, glaube ich, sehr interessant wäre, weil dann nicht nur die Senatsverwaltung für die Senstadt, ne, die für Wohnen auskunfts- und veröffentlichungspflichtig wäre, sondern auch die Wohnungsbaugesellschaften des Landes und gerade da, wo sie zum Beispiel dann Sozialwohnungen bauen oder nicht bauen, da, wo sie Leute rausschmeißen aus ihren eigenen Wohnungen, da müssen sie in Zukunft dann transparenter werden. Und ich glaube, deswegen ist dieser Gesetzentwurf ziemlich interessant, weil er so wahnsinnig viele verschiedene Themenbereiche und gerade so verschiedene Kämpfe auch in der Stadtgesellschaft ganz gut abbildet und für überall mehr Transparenz sorgen würde. Genau. Denn es geht darum, nicht nur Korruption und Steuerverschwendung vorzubeugen, sondern tatsächlich eine öffentliche Kontrolle zu ermöglichen vom Land Berlin, von der Politik und der Verwaltung, die letztlich die Machtverteilung so ein bisschen ändert. Weil es darum geht, dass Informationen, die bisher nur einer kleinen Gruppe zugänglich waren, in Zukunft tatsächlich uns allen zugänglich gemacht werden sollen, sodass wir dann auch uns besser einbringen können in Diskurse und in die Frage, was wird denn eigentlich bald entschieden und wie können wir uns da einbringen. Noch eines. Wir haben noch mehr Fazit. Ja, ist auch alles super, passt. Wir sind jetzt seit 3 Tagen auf der Straße. Wir haben angefangen am Samstag mit der Unterschriftensammlung als Teil dieses Volksbegehrens. Also wir bringen diesen Gesetzentwurf jetzt ein. Dazu brauchen wir im ersten Schritt 20.000 gültige Unterschriften. Wenn wir die gesammelt haben, dann können wir diesen Gesetzentwurf dem Senat übergeben und der muss dann darüber entscheiden, ob er den annimmt. Und das ist, glaube ich, eine sehr interessante Frage bei der jetzigen Koalition. Oder ob er den ablehnt. Und wenn der Senat den ablehnt, dann gehen wir in die nächste Stufe. Dann müssen wir ein paar mehr Unterschriften sammeln, nämlich so knapp 180.000 kriegen wir dann auch hin. Aber das ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Jetzt geht es erstmal darum, 20.000 gültige Unterschriften zu sammeln. Und wir sind in ganz Berlin dazu unterwegs. Unter anderem hier, aber wo denn noch? Nee. Das war eine schwierige Überleitung, ja, war ich nicht was drauf vorbereitet. Was ist denn das nächste? gut. Wir sind ganz Berlin unterwegs. Genau, da sind wir unterwegs. Da ist die Karte. Wir haben eine schöne Karte gebastelt, wo all unsere, die wird natürlich noch voller werden, es ist jetzt noch, glaube ich, Prä-Samstag, wo quasi alle Orte, wo wir irgendwie rumstehen, auf allen Festen, in allen Straßenecken, Parks und so weiter, wo man quasi zu uns kommen kann, stehen wir da mit Fähnchen und Westen und natürlich den Unterschriftenlisten. Das heißt, da könnt ihr mal vorbeikommen. Findet ihr unter transparenzgesetz.de/mitmachen. Das ist übrigens ein Open-Source-Tool, das wir gebaut haben, so eine kleine Organisationsplattform, kann gern auch von anderen Volksbegehren mit verwendet werden. Wir hoffen, dass es darüber ein bisschen leichter ist, sich gerade so lokal ganz gut zu finden. Es gibt nämlich die verschiedenen Möglichkeiten mitzumachen. Natürlich das erste ist unterschreiben. Wir haben ordentlich Unterschriftenlisten mit und wenn ihr nicht zu uns kommt, dann quatschen wir euch gleich noch an. Und dann haben wir so verschiedene Eskalationsstufen. Wenn ihr bei euch um die Ecke einen Café habt oder einen Laden oder irgendwie einen Kiezverein oder so, wo ihr meint, da ist es total sinnvoll, Unterschriftenlisten auszulegen, dann kriegt ihr von uns Unterschriftenlisten oder könnt die selbst ausdrucken. Wenn ihr Bock habt, mit uns zusammen sammeln zu gehen, dann könnt ihr das sehr gern auch machen über dieses Orga-Tool oder ihr quatscht uns gleich an. Und ihr könnt natürlich, das ist die vierte Eskalationsstufe, auch vorbeikommen bei unseren wöchentlichen Treffen. Wir treffen uns jeden Montag 18 Uhr in der Begegnungsstätte Lebensfreude in Friedrichshain ist das. Genau. Haben wir noch Slides? Genau. Und die sind alle dahinter. Die DigiGuess ist natürlich auch mit dabei. Es ist ein sehr breites Bündnis, das das hier unterstützt. 40 verschiedene Organisationen, der CCC natürlich auch mit dabei. Und wir hoffen, dass wir damit so eine gewisse Wucht kriegen können, denn es geht bei so einem Volksbegehren auch für uns gar nicht nur darum, diesen Gesetzentwurf durchzubringen und ihn jetzt durchzudrücken, sondern allein schon dieses Volksbegehren als Prozess ist, glaube ich, total wichtig, das in die Öffentlichkeit zu bringen, auf die Straße zu bringen, Samstag sammeln zu gehen. Ich fand das total toll, einfach zu quatschen mit allen Leuten über Transparenz. Also das mache ich jetzt eh die ganze Zeit, aber nochmal irgendwie anders am Boxhagener Platz. Es macht wirklich total viel Spaß und ist so ein schönes gemeinschaftliches Erlebnis. Jo,
So viel von uns. Habt ihr Fragen? Hat niemand eine Frage? Niemand, okay. Dann vielen, vielen Dank. Ich habe gelernt, man muss das anders machen. So, was sind eure Fragen? Na, kommt jetzt was? Nee, es kommt auch nichts. Na gut, schade. Gut. Wir sind noch hier. Wir, wir,